ich nach euch gesucht habe? Stuka, ich nehme deine Quest jetzt nicht an. So, schreiende Neuausrichtung, Karawane. Ah ja, da habe ich auch so meinen Erklärt Weg gefunden. Erklärt mir, was ihr hier macht. Sprecht leiser, Schlachtvogt. Rasumdar schickt mich. Rasumdar. Ja, den Namen kenne ich. Ihr habt aber meine Frage nicht beantwortet. Oh, schau mal kurz. Wahrscheinlich Bitrate zu niedrig. Wobei, mit wie viel streame ich eigentlich? Ich habe das eigentlich immer relativ hoch. Mal schauen, was dabei rauskommt. Auf jeden Fall schön, dass du auch wieder mit dabei bist, Belly. Mach ich mal weiter hier. So, wir aufnehmen tue ich auch. Gut. Es gibt ein Komplott, die Königin zu ermorden. Schlachtenvogt. Wir haben alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Das gesamte Gebiet ist abgeriegelt. Das wurde mir von Wachthauptmann Astania versichert. Der Hauptmann steckt hinter dieser Sache. Sie plant, die Königin im Tempel anzugreifen. Der Hauptmann der Wache? Absurd. Leb wohl. Einen Augenblick, Orkelmo. Ich möchte hören, was dieser zu sagen hat. Königin Iren, ich fürchte um eure Sicherheit. Bitte schenkt dem, was gerade gesagt wurde, keinen... Rasumdar wurde erwähnt. Er handelt in meinem Namen. Wenn ihr dem nicht nachgehen wollt, dann werde ich das tun. Ich entschuldige mich, meine Königin, wie ihr wünscht. Ihr seid eine Frau, die weiß, was sie tut, aber ihr müsst vorsichtig sein. Ihr da, kommt mit mir. Wir werden den Tempel gemeinsam erkunden. Okay. Ja, dann müssen wir hier rein zum Tempel. Yay. Dann schauen wir mal, was wir hier finden. Ich denke, wir müssen mindestens gegen den Hauptmann kämpfen. So, und das suchen wir mal den Tempel. Das sieht nicht Mara, gut aus. Mara, erbarme dich. Was geht hier vor sich? Ihr, es tut mir leid. Ich habe mich geirrt. Ich habe versucht, sie aufzuhalten. Passt auf dem Balkon. Das ist eine Falle. Okay, Mo, wie ich sehe, habt ihr mein neuestes Spielzeug bereits kennengelernt. Astania! Verräterin, kommt hier runter zu mir, falls ihr euch traut. Bei Fuß. Unsere Königin hat uns verraten. Ich wollte ihren Kopf. Aber mir reicht auch der eure. Tötet sie. Da habe ich was dagegen. So. Dann zeige ich euch mal, dass mit mir nicht Kirschnersen ist. So. So sei es, Astania. Es ist noch nicht vorbei, Schlachtenvogt. Kein Problem, ich kann noch wen durchhalten hier. So, komm, Vogel! Ja, ich Stufe 13 schon. Das ist gut. Oh Gott. Da kann ich jetzt nicht aufhören. Ich hab vergessen, mit dem Multilink auszumachen. Das ist peinlich. Das Dominion wird es nicht mehr lange geben. So. Dafür wird das Schleiererbe sorgen. Das Dominion wird es noch geben, nachdem das Blut unter eurer Leiche vertrocknet ist. Kommt hier runter und stellt euch eurem Schicksal. So, komm. Und so, sind wir hoffentlich jetzt fertig.
Jetzt muss ich mich persönlich um euch kümmern. Ja, du musst dich jetzt persönlich drum kümmern. Gut. Haben wir sie besiegt? Wir müssen der Königin Meldung erstatten. Verschwinden so. Wir von hier. Yep, ich mach mal währenddessen kurz mal Multi aus. Bitte nicht Multi eingeben. Ich will jetzt nicht mehr. So. Und dann können wir wieder rausgehen. Yay! Ah. Ich muss ja echt aufpassen. Ich muss das immer manuell aktivieren und deaktivieren. Lustigerweise, aktivieren bin ich immer ganz gut dabei. Habe ich selten vergessen. Nur das Deaktivieren ist immer so eine Sache bei mir. Ich vergesse immer, diesen Befehl wieder auszumachen. Und dann kommt er in Streams vor, indem ich alleine streame, wo es kein zusätzlicher Streamer dabei ist. Was blöd ist. So, wieder ein Attributspunkt, ein Fertigkeitspunkt, ein Rezept, ein Tarragon-Hühnchen können wir machen. Und Geflügelfleisch gratis dazu mit Gewürzen. Bei Stendas Gnade achtet er niemand das Gesetz. Verbrecher. So, was ist hier eigentlich? Ich weiß nicht, was das ist. Ist das wie so ein Schneetropfen? Nun, was haben meine Beschützer gefunden? Es gab da dieses Komplott wirklich. Wir haben gegen Astania und ihre Assassinen gekämpft und wir haben sie besiegt. Astania? Ich kann es kaum glauben. Jetzt wird Orkelmo seine Wachen zweifelsohne verdreifachen. War sie wirklich eine Agentin des Schleiererbes? Ja, meine Königin. Sie sagte, ihr hättet uns verraten. Verrat? Sie wendet sich nach all diesen Jahren treuen Dienstes gegen ihr Volk und sie nennt mich die Verräterin? Man konnte ihr offensichtlich nie trauen. Ihr hingegen habt euch als dessen würdig erwiesen. Was meint ihr? Die Seesoldaten sind ein grobes Werkzeug. Eine Königin muss mehr Fingerspitzengefühl zeigen. Ihr seid Rasum Dar, dem ersten unter allen Augen der Königin, schon begegnet. Würdet ihr euch ihm anschließen? Würdet ihr zum Wohl des gesamten Dominions einer unserer Eliteagenten werden? Ohne Ausbildung? Ohne weitere Verdienste? Ja! Ja, ich nehme euer Angebot an, meine Königin. Hervorragend. Mit der mir innewohnenden Macht ernenne ich euch zu einem Agenten in meinen Diensten. Ihr seid nun ein Auge der Königin und an meinen Dienst gebunden. Möge Auriel euch schützen und Xarxes eure Zunge hüten. Jetzt zu größeren Dingen. Ich muss meine Position festigen und meine Reise über die Insel fortsetzen. Was soll ich für euch tun, meine Königin? Ich muss mich zu jener uralten Stätte aufmachen, die als Tanselville bekannt ist. Für gewöhnlich hält ein neuer Monarch dort stille Zwiesprache mit den Toten. Wir sollen damit unsere Bereitschaft zeigen, den weisen Rat unserer Ahnen zu befolgen. Für gewöhnlich? Wie ihr heute gesehen habt, verlief meine Regentschaft bisher alles andere als gewöhnlich. Ich bin besorgt, dass es Probleme geben könnte. Und die Anwesenheit meines jüngsten Auges würde diese Besorgnis lindern. Natürlich, Königin Irene. Wählt euren eigenen Weg nach Tanselville. Sucht mein Gefolge auf, wenn ihr angekommen seid. Sie werden wissen, wo ich bin. Ich wünsche uns beiden viel Glück auf dem Weg. Können wir über das Schleiererbe sprechen, Eure Majestät? Euer Majestät. Ja. Wie ihr wünscht. Ich bin nicht sicher, ob ich derzeit viel mehr weiß als ihr. Was wollen Sie erreichen? Das Ende des Dominions. Sie wollen, dass ich zurücktrete, ihren eigenen Regenten ernennen und dass alle, die keine Hochelfen sind, die Sommersendinseln verlassen müssen. Die Liste ließe sich noch endlos fortsetzen. Warum sind Sie so sehr gegen die Allianz? Sie sind Rassisten, die die Hochelfen für ein überlegenes Volk halten und keinerlei Verständnis davon haben, wie die Welt wirklich ist. Kurzsichtige Misanthropen mit Größenwahn. Zurückgebliebene Bastarde, die sich wieder unter ihrem Stein verkriechen sollten. Wow, das war direkt. Okay, ich will... Ich weiß jetzt alles. So, dann haben wir hier die Quest erledigt, die wir hier hatten. Weil wir sollten... Oh, ich mit der Maus hier... Na toll. Wir waren hier unten. Da ist die Zuflucht. So,
Genau, ihr habt den Attentatsversuch auf Königin Irene vereitelt. So, dann können wir weiter. Das wäre hier oben. Da wäre für die Story ja die nächste Quest. Wir können vielleicht noch in Dells Grube. Mal schauen. Auf jeden Fall, storymäßig geht's jetzt weiter. So, Belly, falls du noch da bist. Ist das immer noch etwas verpixelt? Was werdet ihr nur tun? Dieser weiß es nicht, aber er hofft, dass seine Familie in Stromkräfte sicher. Weil ich gehe jetzt mal von ja aus, so wie ich das jetzt hier sehe in Twitch Inspector, was da ankommt. Hört auf, mich zu befummeln und hört zu. Dank den Sternen. Diese Schlammkrabbe hört nicht auf, mich zu kneifen. Hört zu, ihr müsst nach Silseilen gehen. Helft ihnen, bevor es zu spät ist. Was ist passiert? Es ist das Schleiererbe. Die Stadt steht in Flammen. Es ging alles so schnell. Silseilen liegt gleich nördlich von hier. Folgt der Straße und sucht nach der Tochter des Stiftsvogts. Elenwen. Sie wird wissen, was zu tun ist. Ich werde sie finden und tun, was ich kann. Helft dabei, die angreifenden Invasionen aus Silseilen zu vertreiben. Okay. Dann wäre hier. Gut, dann muss ich nur mal die ganzen Einstellungen in Ruhe durchgehen. Weil im Moment sehe ich auch die Bitrate hier, dass sie im Verhältnis relativ niedrig ist. Also ich bin. Tu normalerweise wesentlich größer hochladen. Ah, Inhalt stehlen. Ich will doch nichts klauen, ich will es nur borgen. Ja. So, warte mal, was wollte ich tun? Da ist, ah genau, Silseilen hier. Stimmt, da war glaube ich hier was hinten. So. Das Einzige, wo ich froh sein kann, ist wahrscheinlich, dass meine Aufnahme, die ich immer auf YouTube hochlade, die ist überhaupt nicht verpixelt dagegen. Weiter ist hier oben. Ah ja, stimmt, das ist von einer anderen Quest. You are the enemy. Okay, das nenne ich Abkürzung jetzt einfach mal. Das ist etwas sehr verrückt gewesen. So, genau. Benötige mindestens 10 Stück Material veredeln. Ja gut, da habe ich jetzt echt wenig. Ah ja, schneide. So. Probe des Todeswindes. Für Stufe 14. Das wäre schön. Oh ja. Analysiert eine weitere Eigenschaft. Ach, sind alle belegt. Da mache ich anscheinend schon was. Ah ja, hier, das wird analysiert. Okay, gut. Kein Wunder, dass ich da noch irgendwas brauche. Ich wollte zumindest das da hinten entdecken. So, gehe ich wieder weiter. Hoi, Malkav! Du alter Verrückter! Ah, wir müssen reden. Das sagst du jetzt. Jetzt sagst du das. Okay, keine Pflanze, die ich mitnehmen kann. Hallo, Herr Halsabschneider. Ich hätte da ein Messer, das ich in... So. Dass ich deinen Hals zeigen möchte. So. Ich bin nicht so der Partymensch, Malkav. Faltete Notiz. Gibt es da eine Quest dafür? Wir haben die Seesoldaten abgefangen. Ihre zusätzliche Ausrüstung wurde zwecks späterer Verwendung sicher verstaut. Wie befohlen wurde beim Angriff niemand getötet. Sie liegen gefesselt im Keller unter dem Treffpunkt. Für den Schleier! Die Notiz beiseite legen. Cool, neue Quest. Yay!
So, ansonsten, wie gesagt, wieso ich nicht feiere, ich bin nicht so der Feiertyp. Ich bin froh, wenn ich im Moment meiner Familie ein bisschen entkomme wieder. Also nicht, dass ich sie hasse oder so, aber das ganze Zusammensein und so ist nicht mein Ding. Okay. Überhaupt nicht. Ich bin froh, wenn ich hier für mich sein kann. So. Ja, genau, da ist der Keller. So, und ich könnte dich jetzt auch wieder fragen, wieso schenkst du mir so viel wieder? Malcolm. Ich habe doch gar nicht so viel verdient. So, weg mit dir. Überraschungsangriff. Von den Seiten! Komm, Vogel! So, weg mit dir! Na dann, wünsche ich dir guten Appetit schon mal vorab und... ja. Aber das hättest du mir nicht schenken müssen, Malka. So. Da können wir uns an denen sehr gut vorbeischleichen. So, komm. Und nochmal. Ich kann mich ganz entspannt zurücklehnen. Gut, da ist wenn noch ein Feind, da können wir uns ein bisschen rechts halten. Uff, uff, uff. So, dann sind wir für die kleinen Nebenquests hier langsam am passenden Ort angekommen. Schleichen wir uns hier unter Brücken durch. Und ja. Ansonsten, nein. Cyberpunk habe ich schon. Wenn auch über Scala. Oh, ja. Yeah. Ansonsten, ich hoffe, du hattest einen schönen Tag gehabt, Malkav. So. So, Rang 18 bei Tiergefährten. Very wise, was das bedeutet. So, da hinten also hin. Gut, gut. Bin ich noch richtig? Ah, hier da oben im Turm. Ah, jetzt weiß ich wo. Ich hatte auch schon mal einen besseren Orientierungssinn, oh Gott. Oh. Elenven. Das Schleiererbe steckt hinter diesem Wahnsinn. Da bin ich mir sicher. Wahnsinn? Riecht ihr den Rauch denn nicht? Seel Seilen wird angegriffen. Ich hatte großes Glück, auch nur meinen Vater lebend retten zu können. Der Stiftsvogt wurde fast erschlagen. Diese Schläger mögen vielleicht die Uniformen der ersten Auridon-Seesoldaten tragen, aber sie sind Betrüger. Wer sind sie? Sie sind ganz sicher Agenten des Schleiererbes. Teldor, der Gehilfe meines Vaters, versucht, eine Verteidigung auf die Beine zu stellen. Ihr seht wacker aus. Werdet ihr Seel Seilen helfen? Ich werde es sofort nach Teldur suchen. Wir warten in der Scheune ein Stück die Straße hinunter. Viel Glück da drinnen. Ich hätte gern noch mehr Informationen. Nein, eigentlich nicht. So, dann gehen wir nach Seel Seilen und befreien dort alle. Oh, da ist sogar hier ein Monument. So. So, weg mit dir. Jutterrobe. Gute Jutterrobe. Anscheinend ist hier noch ein anderer Spieler zu Werke.
Teldur, was geht? Seid ihr verrückt? Könnt ihr nicht sehen, dass die Stadt angegriffen wird? Aladwin hat mich geschickt, um euch zu helfen. Hat sie das? Woher weiß ich, dass ihr keiner von den Betrügern seid? Also wollt ihr nun meine Hilfe oder nicht? Schön. Schnappt euch diesen Eimer vom Brunnen und löscht die Feuer. Falls ihr irgendwelche Einwohner findet, dann sagt ihnen, dass sie fort müssen, bis es hier wieder sicher ist. Worauf wartet ihr noch? Nun bewegt euch schon. Ihr habt zu tun. Was werdet ihr machen? Beispielsweise weigere ich mich gerade, die sinnlosen Fragen eines Außenseiters zu beantworten. Ich treffe euch später an der Scheune wieder. Nun geht. Ja, die kam echt gut an. Also ich hab's bei mir in der Familie auch rumgezeigt. Die hatten alle ihren... haben alle sich kaputt gelacht halt. So. So, komm. So, dann benutzen wir den Wassereimer und retten die Bewohner hier. Mein ewiger Dank. So. Die Frage ist, geht das immer noch mit dem Wassereimer? Ja, das auf jeden Fall. So, muss ich... okay, ich kann den Wassereimer benutzen, das ist gut. Gut, ihr seid frei! Nicht einen Moment zu früh. So, gleich. Dann können sie hier raus, auf jeden Fall. So. So, und weg hier. Nächsten Bewohner gerettet. Und voilà. Da haben wir den letzten Bewohner gerettet. Super. Endlich frei. So, jetzt schaue ich mal kurz. Da können, müssen wir hier rüber zu für Keller zu gehen? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Oh, was haben wir hier? Erinnerung. Denkt daran, die Dorfbewohner müssen euch wirklich abkaufen, dass ihr die erste Auridon-Seesoldaten seid, damit das klappt. Lasst die Leichen nicht irgendwie irgendwo herumliegen, wo man sie finden könnte. Sperrt die echten Seesoldaten in den Keller des nördlichsten Hauses und brennt es über ihn nieder. Ja, super. Okay. Des nördlichsten Hauses. Das müsste doch hier sein, oder? Ach hier, da ist Norden. Könnte aber auch das Haus daneben sein. Ich halte mich mal hier dran.